Friends, ich habe mir gedacht, ich werde euch mal zeigen, wie man das Mozza Mini S Gimbal schnell in Betrieb nimmt. Es ist eigentlich super easy. Als erstes zickzack, geht man hier drauf, dann geht man auf den Store, dann lädt man sich die Mozza Genie App runter. Die kann man dann, ich habe die jetzt auch schon runtergeladen. Die öffnet man direkt. Dann muss man vorher noch freigeben, Mikrofon, Speicher und Kamera natürlich. Dann öffnet man hier die Verriegelung, dreht es, upsala, dreht es im Uhrzeigersinn. Ich werde jetzt mal schnell die Kamera ein bisschen verstellen. So, perfekt. So. Dann hakt man das hier an der Seite aus. Hier ist einfach nur so ein Pinöppel. Zack. Danach kann man schon mal direkt das Handy hier oben reinklipsen. Am besten, bei mir ist es hier der Ausknopf schön nah an die Halterung. Dann macht man das Gimbal an. Und entweder er verbindet sich direkt. Normalerweise müssen wir eigentlich auch nochmal suchen. Macht er auch. So, jetzt hat er das Mozza Mini S Gimbal gefunden. Dann verbinden wir. Und hier, wenn man den Knopf einmal kurz drückt, dann ist er sozusagen wie im Sleep-Modus. Das heißt, dann schaltet er sich aus und dann drückt man nochmal und schon ist man wieder am Start. Was ich halt an diesem Gimbal mega cool finde, ist, dass man hier halt direkt den Stick hat, um mit dem Gimbal, um das Gimbal zu bewegen, weil vorher hatte ich halt ein anderes Gimbal, was ich nicht so gut finde. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist hier das Snopper M1, es ist, glaube ich, aber es ist halt alles nur über die App ansteuerbar, dass man dann die verschiedenen Modi ansteuern kann, und das fand ich persönlich halt nicht so gut. Es ist von der Größe her auch nicht so viel kleiner wie das hier, und vom Gewicht her ist es in etwa genauso, aber man kann ja halt direkt mit den Seitentasten noch zoomen, aber es soll ja auch gar nicht um die Funktion gehen, sondern nur darum, wie schnell sich das installieren lässt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie bei mir immer. Link ist unten drunter. Bis denn dann. Ciao.